So, meine Lieben, willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Ich hoffe, euch geht's gut und ich habe voll den Sprachfehler heute. Ich weiß nicht, warum. Ja, wir sind auf der Rettungsmission. Wir müssen Chrono wiederbeleben. Dafür gehen wir zuerst mal in die Zukunft. Und das war prähistorisch? Direkt Medina, nein. Ja, genau. Und da mussten wir hin. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ich habe doch Epoch, bin ich doof? Ich will wieder zurück. So. Somit dazu. da geht's zu Epoch. In Epoch einsteigen. Natürlich. Volle Kraft voraus. Wir gehen nämlich Zeitende, Zukunft. Nein, da ist es doch. Nein, das war... Epoch bereit. Nein, ich will nicht. Das ist falsch. 1999. War das 1999? Waren wir in dem Zeitalter schon mal? Ausrufezeichen. Na los, mach schon. Was zum Teufel? Wo zum Teufel bin ich? Okay. Da sind wir. Bei Lavos Ausbruch. Sag mir jetzt nicht, ich bin dahin geflogen, wo ich am Ende hin muss. Darauf habe ich gewartet. Nein, darauf haben wir nicht... Lavos. Kämpfen? Ne, wir rennen weg. Tschüss. Okay, jetzt habe ich schon ganze Stimmung versaut. Dunkle Ära. Prähistorisch. Wo ist denn das? Ach, das ist so frustrierend. Jetzt habe ich euch schon die ganze Stimmung vermiest. Weil ich gefällt habe. Ich will noch nicht gegen Lavos antreten. Lavos ist böse. Boah, ich hasse diese Musik. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse... Ah, das dunkle Omen. Da gehen wir rein, sobald wir Pain wieder zurück haben. Ich habe aber gerade keinen Plan, wohin ich muss. War das nicht hier? Ich würde gerne... Danke. Ich liebe diese Musik. Hüterverlies. Ich glaube, wir sind richtig. Ach, hier waren wir schon mal. Ah, bitte gib mir jemand mein Gedächtnis zurück. Danke. Wollt ihr uns da nicht letztens dieses komische Ding nicht runterlassen? Reinlassen? Na, na, na. Na, na, na. Ja, da ist die Tür. Da müssen wir hin. Das Amulett schimmert. Oh mein Gott. Es geht die Welt unter. Und wisst ihr, was mich in letzter Zeit ziemlich abfuckt? Immer wenn neue Leute auf meinen Kanal kommen, sagen sie, boah, ein Mädchen, das Ballerspiele spielt oder wow, Horrorspiele und so. Eine Frage, was ist daran so ungewöhnlich? Ich bin, eine Frau, die Let's Plays macht, ist schon sowieso nicht normal. Hallo, wach auf. Auf den Todesgipfel ist die Kraft des Lebens zu finden. Doch um diese zu aktivieren, muss der oder die Verstorbene wichtig für das Raumzeitkontinuum sein. Und man braucht einen Klon, eine exakte Puppe dieser Person. Nur dann kann ein Chrono-Trigger magisch wirken. Ein Klon? Der Magier Norstein Beckler könnte in Sekunden schneller ein Herz zaubern. Beckler liebt Festivals. Findet ein Festival und dort solltet ihr auch Beckler antreffen. Ja, wir müssen wieder zurück. Back to start und so. Ich habe momentan eigentlich gar keinen Bock mehr auf Let's Plays. Ich weiß nämlich ganz genau, was passiert. Ich habe mich erinnert. Ich habe kein Let's Play geguckt, ich habe mich erinnert. Außerdem wurde ich noch schön von einem Kollegen... in Sachen Monster gespoilert, im Sinne von... Ah ja, da kommt irgendwann ein Nekromorph, der ist unsterblich. What? Ich wollte mich... Ach, das war da steht's dran, Apokalypse, ey. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Medina müsste doch... Ja, Gegenwart. Eigentlich ist es ja keine Gegenwart, weil es gibt ja eine Vergangenheit und eine Zukunft und wiederum diesen in ihrer Zeit ebenfalls Gegenwart. Oh mein Gott, was rede ich da? Okay, dann gehen wir zum Festival und landen erstmal mit unserem dicken Flugschiff mitten in der Stadt, weil es keinen stört. Der sieht doch schon sehr verdächtig aus. Willkommen zur Jahrtausendfeier. Viel Spaß. Muschi! Ich will mit der Muschi reden. Gemein. Ich glaube, der war in die... Da? Das ist der berühmte Horrorzelt. Lege deine 11 Silberpunkte hier an und kein Wort zu den Eltern. Interessant. War es hier? Willkommen in Norstein Becklers Labor. Die Schaudershow fängt gleich an.
Okay, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Entschuldigung. So, ihr wollt einen Pain klonen. Normal tue ich das nicht, aber heute mache ich eine Ausnahme. Fordert mich heraus und ihr bekommt einen Klon. Je länger ihr im Spiel bleibt, desto günstiger wird er. Okay. Nicht genug Punkte. Was? Ich muss jetzt diese verkackten Minispiele machen? Abwarten und Tee trinken. Ja. Darf ich Onyas komische Attrappe da zerstören? Das sind billige Punkte. Okay. Spielen wir das. Dake ist ein Roboter, der kann gar nicht an Kraft verlieren. Verdammt. Nein! Ich drück zu früh. Haha. Wow. Das muss ich jetzt 11-mal machen. Ne, wie oft muss ich das machen? Nein, das war Fail. Dafür gibt's ein ganz... Ja, ich weiß, es ist langweilig. Aber... Warte, jetzt habe ich 4 oder 5? 5? Scheiße. 6? 7? 8? Und die Musik ist sehr leise. Ich habe momentan Probleme mit dem Sound. Ich mache extra mal ein bisschen lauter, dann hört ihr auch was. Jetzt habe ich geschlafen. 9! Bei wie viel? Ich habe vergessen, wo wir waren. Egal, mache ich noch einmal. So. Ja, schön, dass ich steck dir die Silberpunkte sonst wohin. Braucht doch kein Schwein und aus dem Weg, ihr Pimmel. Und rein da. So. Willkommen in Neustand Becklers Labor. Die Schadershow, ja, das kennen wir alles. Wir wollen einen Dildo. Ja, normal tust du sowas nicht. Ja, gib's zu, ey. Nicht genug. Was wollt ihr von mir? Muss ich da jetzt noch auf dem Haufen Lukas da rumprügeln, bis das Ding einstürzt oder was? Ey, ich pack's nicht. Oh. Und bitte schont meine Nerven, indem ihr dann nicht mehr sagt, eine Frau, die Horrorspiele spielt, ey. Irgendwie macht mich das wütend. Dann immer in eine Schublade mit anderen Frauen gesteckt zu werden, die sich gar nicht für sowas interessieren. Ist jeder anders. Es gibt auch Kerle, die spielen. Die spielen sowas nicht. Warum muss man immer in eine Schublade mit irgendjemandem gesteckt werden? Das ist so zum Kotzen, ey. Ja, sowas regt mich auf. Ach, das merkt man gar nicht, ne? So. Ja, hau den Lukas. Ich hau den Lukas immer. Ich habe einen Kollegen, der heißt Lukas. Ha, ha, ha. Oh mein Gott. Ich glaube, jeder hat einen Kollegen namens Lukas. Ja, schön, ey. Wie viele Silberpunkte habe ich denn? So, ja, die Läufer sind zurück, ey. Schön. Es ist uninteressant, was du uns zu erzählen hast, ey. Du sollst nur das tun, was ich dich bitte, damit ich die Welt retten kann. Boah, Leute, wisst ihr, wie mich das gerade abfuckt? Da, 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 da. Na, 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 na. Ich bin falsch, ich dämlicher Dummkopf. Ja, ich bin ein Dummkopf. Ich beleidige mich selber, weil ich es kann und weil ich so bin und Baum und yeah. Du hast 30 Silberpunkte, 10 Silberpunkte. Pff, nö. Ich hab 30 und das ist zu wenig. Du willst mich verarschen, oder? Ey, Alter, du hast mich damals im Gericht voll hängen lassen. Dein Mittag. Pff, hier. Ja, so viel zum Thema Mittagsessen. Oh ne, irgendwie. Ja, ich mach das offscreen. Ich guck, wie viele Punkte ich brauche, mache ich offscreen, dann nehme ich wieder auf. Also, bis später.